Ja, herzlich willkommen zu Azure DevOps und GitHub im praxisnahen Überblick. Heute in einer bisschen einer anderen Situation. Sie sehen auch im Titel, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einmal das Microsoft-Herz und einmal darunter ist noch das GitHub-Herz. Hoffe, dass ich Ihnen da was Interessantes heute zusammengestellt habe. Mein Name ist Gerald Oberleitner. Ich arbeite bei Microsoft im technischen Vertriebsteam für Azure mit dem Themenschwerpunkt DevOps und Application Development. Habe in dem Zusammenhang auch die ein oder andere Zertifizierung gemacht. Ist vielleicht in der aktuellen Situation auch eine gute Möglichkeit, da Online-Trainings zu machen, beziehungsweise auch online die Prüfungen zu machen. Einzige Challenge dabei war bei mir, dass man einen aufgeräumten und klaren Schreibtisch dafür braucht, um die Prüfung online zu absolvieren. Sonst funktioniert das aber ganz gut. Und Sie kennen mich vielleicht auch schon aus der ein oder anderen Konferenz als Sprecher. Ja, wie gesagt, heute unter ein bisschen anderen Voraussetzungen in Teams Live-Events darf heute aus dem Burgenland zu Ihnen sprechen, wo es Gott sei Dank aufgrund der EU-Förderung eine sehr gute Internetinfrastruktur gibt, die in diesen Zeiten umso wichtiger ist. Und möchte mich natürlich auch bei den Organisatoren vom Global Azure Bootcamp ganz herzlich bedanken. Das sind die Sponsoren, wo es mich auch freut, dass neben Partnerunternehmen und Dienstleistern hier auch Technologieunternehmen unter den Sponsoren sind, wie Fronius oder die Programmierfabrik. Möchte mich natürlich auch bei Karin und Rainer und dem ganzen Team im Hintergrund hier sehr herzlich bedanken. Ja, ich habe mir heute gedacht, vielleicht haben Sie schon den ein oder anderen Vortrag von mir auch gesehen, wir heute nicht wieder damit beginnen zu sagen, was ist DevOps und warum ist DevOps wichtig. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt, sondern habe versucht, da ein bisschen mehr aktuelle Entwicklungen oder Trends zusammenzustellen und dazu interessante Themen zu finden und diese hier im Vortrag etwas zusammenzufassen. Eins davon ist definitiv DevSecOps, also Security in unserem Software Development Lifecycle und DevOps-Prozess wird immer wichtig. Da gibt es ganz spannende Neuigkeiten über Akquisitionen und wir beleuchten auch noch einmal den Themenbereich, welche Rolle Open Source in unseren Softwareentwicklungen heute spielt. Auch auf der Seite der Produkte oder Services gibt es hier Neuigkeiten. Wir haben nämlich das GitHub und Azure DevOps Engineering Team circa mit Anfang des Jahres zusammengelegt. Das heißt, es gibt kein dediziertes Team mehr, was nur GitHub oder was nur Azure DevOps macht, sondern beide Teams arbeiten hier gemeinsam an der Weiterentwicklung der Produkte, wodurch es auch immer mehr und auch immer intensivere Integration zwischen GitHub und Azure DevOps gibt und auch Themenschwerpunkte. Im Bereich von DevOps sind es Azure Boards und die Azure Pipelines im Falle von GitHub Security. Und als letztes Thema habe ich hier noch drauf Code to Cloud und möchte auf den Begriff und was da dahinter steckt, dann auch noch ein bisschen eingehen. Ganz kurz aber am Anfang zu den Grundlagen und was verwenden wir heute an Technologien und Plattformen. Auf der einen Seite natürlich einmal Azure. Azure kristallisiert sich immer mehr heraus als die Cloud für Entwickler im Enterprise-Bereich. Wir bieten hier eine Vielzahl an Diensten und auch Managed Services an, von Application Monitoring über Managed Datenbanken bis hin zu gemanagten Kubernetes-Plattformen, entweder in Open-Source-Variante oder auch mit OpenShift in einer kommerziellen Variante, wo Entwickler aus einer Hand über einen Support in einer integrierten Plattform zu unterschiedlichsten Themenbereichen eine sehr, sehr breite Unterstützung bekommen. Und auch in Bezug auf Red Hat und OpenShift gibt es nächste Woche beim Red Hat Summit, was jetzt auch ein virtueller Event ist, ebenfalls spannende Ankündigungen. Ebenfalls heute mit im Portfolio Azure DevOps. Ganz kurz hier noch einmal den Überblick. Azure DevOps besteht aus fünf Komponenten. Azure Boards, was unser Planungswerkzeug ist, unser Ticketing-System,
In Azure Boards heißen die Work Items, wo ich von der Anforderung, der User Story über Features, Epics, Task, Tests, Testpläne, Bugs, Defects, eben meine Inhalte des Softwareprojekts plane. Azure Pipelines sind das größte CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment System der Welt. Dorthin gekommen, weil wir ja jedem Public Repository in GitHub oder Azure DevOps 10 Pipelines zur Verfügung stellen, damit hier eben Workflows auf Linux, macOS oder Windows ausgeführt werden können. Azure Repos, nach wie vor unsere Git-Implementierung in Azure DevOps. Dazu gibt es auch nach wie vor eine Weiterentwicklung des Produktes. Wenn Sie in die DevOps Roadmap hineinschauen, gibt es da auch Punkte zu allen Komponenten in Azure DevOps und natürlich auch zu Repos. Azure Testplans und Artifacts ist etwas, was wir heute weniger covern werden, manuelle UI-Tests bzw. ein Package Manager. Die zweite Komponente, die uns da sehr intensiv beschäftigen wird, ist GitHub Enterprise. Und GitHub Enterprise ist die Variante für Unternehmen von GitHub.com, was Sie aus dem Open-Source-Bereich kennen, erweitert um Funktionalität, die wir im Unternehmensumfeld brauchen. Zum Beispiel Authentifizierung über Active Directory, Reporting in einer Komponente, die sich Insights nennt, oder auch Compliance- und Security-Funktionalitäten, wo wir uns heute einen Teil davon noch anschauen werden. Aus GitHub kommt auch dieser Begriff Code to Cloud oder Code to Cloud DevOps. Und darunter verstehen wir automatisierte Workflows, die in Code abgebildet sind. Das heißt, die Klartext lesbar sind und die mir Zugriff bieten auf alle möglichen Inhalte in GitHub. Nicht nur Continuous Integration und Continuous Deployment, sondern das gesamte Ökosystem, was wir zur Verfügung haben. Wir haben auch GitHub erweitert um eine Komponente, um damit Deployments machen zu können oder Releases machen zu können. Und zwar zu Azure in hybride Umgebungen, auch lokale Umgebungen oder auch andere Cloud-Systeme. Und die Technologie, die wir dazu einsetzen, nennt sich GitHub Actions. GitHub Actions ist jetzt nicht unbedingt etwas komplett Neues, weil GitHub Actions basieren auf Azure Pipelines. Das heißt, die Infrastruktur, die wir mit Azure Pipelines aufgebaut haben, wird auch für die Ausführung von Actions verwendet, wobei es hier dann aber natürlich Unterschiede gibt zu den Azure Pipelines und das habe ich versucht, einmal hier kurz zusammenzufassen. Beides sind Systeme für automatisierte Workflows. GitHub Actions bietet mir aber nicht nur die Möglichkeit, jetzt Continuous Integration, Continuous Deployment Workflows auszuführen, sondern Automatisierung in einem weiteren Sinn zu betreiben, nämlich auch auf andere Trigger zu reagieren, auf Events zu reagieren, die zum Beispiel aus GitHub herauskommen, wie ein neues Issue ist erstellt worden, ein neuer User ist zu meinem Repository dazugekommen. GitHub Actions in der Ausführung kann ich nicht oder aktuell nicht definieren, wo eine GitHub Action ausgeführt wird. Die wird in der Infrastruktur dort, wo GitHub verfügbar ist, zur Ausführung gebracht und ich kann das heute als User nicht steuern. Die Tasks, die in einer GitHub Action, die eine GitHub Action ausmachen, also das heißt die unterschiedlichen Schritte eines Workflows, die sind Open Source und die sind in Klartext lesbarer Code, der entweder in meinem eigenen Repository von GitHub oder auch von anderen zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es zum Beispiel auch ein Azure Repository mit sehr, sehr vielen Workflow-Tasks, die dann Deployments in Richtung Azure machen oder die ARM-Templates deployen, die Policies setzen. Wir schauen uns da dann einige Beispiele an. GitHub Actions werden pro Minute abgerechnet, das heißt pro Minute, wo ich so einen Agent konsumiere, ist hier auch eine minimale Gebühr dann zu entrichten. Azure Pipelines fokussiert dahingegen auf CI/CD, das heißt Continuous Integration, Continuous Deployment fokussiert auf diesen Bereich und hat auch in diesem Umfeld nach wie vor einige tiefergehende oder tiefergreifende Funktionalitäten, wo GitHub Actions aufholen, aber wo Azure Pipelines heute noch ein Stückchen voraus sind.
Wenn ich in Azure Pipelines einen gehosteten Agent aus der Azure-Infrastruktur verwende, dann läuft dieser Agent in der Azure-Region, wo auch Azure DevOps, der Azure DevOps-Account eingerichtet ist oder deployed ist. Das heißt, wenn das in West-Europe, in Amsterdam ist, dann läuft auch die Ausführung dieses Agents dort. Außer es gibt dort ein technisches Problem oder es gibt dort Kapazitätsgrenzen, dann läuft der Agent in einer Ersatzregion innerhalb desselben Kontinents. Das ist in dem Falle spannenderweise nicht Irland, sondern Frankreich, was dann hier als Ersatzregion für Amsterdam herangezogen würde. Die Tasks und Erweiterungen in einer Azure Pipeline sind unter Anführungszeichen Closed Source. Das heißt, wenn der Entwickler dieser Erweiterung oder dieses Task seine Entwicklung nicht zum Beispiel über eine Plattform wie GitHub zur Verfügung stellt, dann habe ich dort eine Dokumentation, wie die zu parametrisieren ist, was der Task macht, was diese Erweiterung macht. Aber ich habe keinen Einblick standardmäßig in den Source Code. Die Abrechnung von Azure Pipelines erfolgt pauschal, das heißt pro Pipeline pro Monat. Aktuell sind es $40 und ich kann damit dann auf alle Technologien im Hintergrund zugreifen. Über die Anzahl der Pipelines ist aber die Menge der parallelen Ausführungen beschränkt. Das heißt, möchte ich mehrere Workflows parallel ausführen, dann brauche ich mehrere Pipelines. Und auch zu Azure Pipelines gibt es entsprechend eine Roadmap. Beide Technologien basieren auf YAML. Beide bieten Linux, macOS und Windows als Infrastruktur an, auf der ich meinen Workflow ausführen kann. Es bieten beide auch ein Hybrid-Szenario an. Bei Azure Pipelines ist das eine Private Pipeline oder Private Agent. In GitHub Actions nennen wir das Self-Hosted Runner. Und beide laufen eben auf der Infrastruktur, die wir von Azure Pipelines schon seit mehreren Monaten, fast Jahren kennen. Bevor wir in die Demo schauen, möchte ich hier aber noch ganz kurz ein zweites Themengebiet eröffnen, nämlich das der Zusammenarbeit. Die administrativen Aufgaben im Bereich der Entwickler werden immer mehr und deshalb ist es hier auch interessant, sich aktuelle Lösungen in dem Umfeld anzuschauen. Wir treiben sehr stark einen Begriff, den wir Inner Source nennen. Und Inner Source ist ein Begriff, der die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern optimieren soll. Und eine Open Source Kultur, so wie wir sie von GitHub.com kennen, auch innerhalb des Unternehmens etablieren. Das heißt, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Teams, dass ich die Möglichkeit habe, auch Inhalte eines anderen Teams zu konsumieren, davon zu lernen, vielleicht sogar Teile davon wieder zu verwenden und das nicht nur Code, sondern vielleicht auch Workflows und andere Dinge, die hier eben als Source Code gestaltet sind. Das heißt, hier Silos nicht entstehen zu lassen, ja, oder Silos auch abzubauen. Das führt aus unserer Erfahrung heraus auch zu einer höheren Zufriedenheit von Entwicklern, weil Entwickler sich dadurch mehr mit Projekten beschäftigen, die ihren Interessensgebieten entsprechen, auch die Möglichkeit haben, ihre Interessensgebiete ein bisschen sichtbar zu machen, ja, indem sie zu diesen Projekten beitragen, ja, dann vielleicht über ein Rating-System mit Sternchen, ja, gesagt wird, okay, das war eine gute Arbeit, die dort abgeliefert worden ist und ich damit auch einen Überblick im Unternehmen bekomme, wer zu welchen Technologien ein gutes Know-how hat, ja, und dort auch schon einmal gute Arbeit geleistet hat. Und wenn ich dann die Anforderung zu einer bestimmten Technologie habe, diese dann auch vielleicht in meinem Projekt umzusetzen und zu nutzen, dann Zugriff habe auf solche Ressourcen. Darüber hinaus fördert es auch den Wissensaufbau, weil ich mir hier natürlich andere Dinge anschauen kann, Beispiele anschauen kann und von denen auch lernen kann und diese auch dann in meine Projekte integrieren kann. Was ebenfalls zur Zusammenarbeit gehört, ist die Teams-Integration und ich werde die heute nicht live herzeigen, weil ich das schon öfters gemacht habe. Finde es aber hier noch einmal einen wichtigen Punkt, dass sowohl GitHub als auch Azure DevOps
eine Möglichkeit haben, in Teams-Channel zu posten. Da gibt es ein neues Work-Item, neue Aufgabe für dich. Da ist ein Pull-Request, der auf einen Review wartet. Da ist ein Bild gestartet worden. Der Bild war erfolgreich, der Bild ist fehlgeschlagen. Das heißt, hier in einen Channel und in ein Team hinein publizieren zu können, einen aktuellen Status aus meinen Projekten. Aber diese Technologie ist auch als Bot implementiert. Das heißt, ich habe dort auch einen Rückkanal. Also ich kann auch in Teams diesem Bot dann eine Frage stellen und dann eine Antwort von meinem Code-System oder Developer-System hier bekommen. Und die anderen Punkte hier drauf, die schauen wir uns da vielleicht gleich in unserer ersten Demo an. Für die Demo werde ich hier einmal die Kamera deaktivieren, dass wir ein bisschen einen größeren Bildschirm haben und hier dann gleich einsteigen. Ja, was ich vielleicht am Anfang auch vergessen habe, Fragen sind bitte herzlich gerne willkommen. Ich werde versuchen, am Ende der Session noch Fragen zu beantworten und es gibt dann danach auch ein System, wo wir über die Session hinaus noch kollaborieren nachher können. Aufgrund der Streaming-Technologie sind Sie mir aber so 20, 30 Sekunden hinten nach und darum ist es mit Live-Fragen ein bisschen schwierig. Also bitte in der Q&A oder im Q&A-Channel posten. Wir sind hier in GitHub und in GitHub kann ich seit letzter Woche auch kostenlos eine Organisation anlegen. Das war bis jetzt ein Feature, was Unternehmen oder den Enterprise-Accounts vorbehalten war, ist jetzt eine generelle Funktionalität, die freigeschaltet wurde. Das heißt, ich kann mir hier einen Arbeitsbereich anlegen, bei mir heißt der MSAT, und darunter dann mehrere meiner Projekte gruppieren. Generell hat es auch einige Lizenzänderungen in GitHub gegeben. So sind jetzt auch private Repositories mit unlimitierten Teilnehmern auch eine kostenlose Funktionalität geworden. Da wollten wir aber nicht hin. Schauen wir uns einmal an, wie wir hier in der Zusammenarbeit einen Vorteil aus diesem System uns herausholen können. Wenn wir zum Beispiel ein neues Projekt beginnen und hier einmal schauen möchten, was gibt es denn für Beiträge zu einem bestimmten Thema, die mir helfen würden, ein Projekt oder ein Thema zu starten, dann gibt es hier den Begriff der sogenannten Topics. Und die Topics sind moderierte Zusammenstellungen von Beiträgen auf GitHub, die mir helfen können, zu einem Thema einen Überblick zu bekommen. Wenn wir zum Beispiel in ASP.NET hineinschauen, dann sehen wir, dass es hier mehrere Repositories zu diesem Thema gibt. Das Rating-System in GitHub sind ja die Sterne, ja, und ich kann mir hier auf der einen Seite anschauen, haben das andere für gut befunden und ist es auch ein aktives Projekt? Das heißt, gibt es hier Issues, gibt es hier Beiträge, werden die Issues auch behandelt, ja, und beantwortet und bekommen somit einen ganz einen guten Überblick, wer hier etwas, etwas beiträgt, ja, zu einem bestimmten Thema. Wenn ich aber nach etwas Speziellem suchen möchte, wie zum Beispiel hier einem ASP.NET Starter Template, schauen wir mal, ob es hier Vorlagen gibt, die mir helfen, hier ein Projekt zu starten, dann finden wir hier auch eine Übersicht an. Habe ich mich da vertippt? Das ist nicht das, was ich wollte. Ah, wir haben es nur da drinnen gesucht. Ein anderes gesucht, nämlich um Ihnen dann auch den Begriff des Templates erklären zu können. Und sehe hier auch eine Auflistung an unterschiedlichen Projekten. Kann mir hier wieder anschauen, wie ist das geratet, unter welcher Lizenz wird das angeboten. Und finde da eine ganz spannende Technologie. Sag von ASP.NET Core wird ja standardmäßig Angular und React unterstützt, Vue nicht offiziell. Und ich schaue mir dann hier mal diese Technologie hier mit einem Projekt an.
Was wir hier haben, ist ein sogenanntes Template. Und ein Template bietet mir die Möglichkeit, den Inhalt, den wir hier vorfinden, unter Verwendung dieses Templates in eine Repository von uns zu kopieren. Und das ist unterschiedlich zu einem Fork, ja, oder zu einem Klon, weil wenn ich hier dieses Template verwende, dann wird die Historie nicht mitgenommen. Und das Template in meinem Projekt als Initial Commit aufgesetzt. Also ich kann dann wirklich sozusagen mit diesem Starterpaket, ja, mit diesem Template starten, ja, ohne dass ich da eine Beziehung zu diesem Projekt habe oder ohne dass ich hier eine Historie zu diesem Projekt habe. Also ich starte frisch, ja, mit diesem Template. Und ich habe das hier auch in einem meiner Repositories gemacht, habe hier dieses Template verwendet und mir damit hier einmal Vue als Technologie angeschaut. Ich habe dieses Projekt jetzt auch erweitert um sogenannte GitHub Actions. Und GitHub Actions erreiche ich über mehrere Möglichkeiten. Hier einerseits über den Actions Tab. Und wenn ich hier einen neuen Workflow hinzufüge, habe ich hier auch wieder diesen Template-Charakter oder diesen Sharing-Charakter. Das heißt, ich sehe hier bereits vorgefertigte oder Vorschläge für Workflows, die ich hier in meinem Repository ausführen kann. Da gibt es eine ganze Vielzahl davon. Kann genauso mit einem einfachen Beispiel oder mit einem leeren Template starten. Und ich bekomme dann in meinem Code-Repository hier diesen Workflows-Folder und in diesem Workflows-Folder sind dann die YAML-Dateien abgelegt mit meinem Workflow, den ich hier gestaltet habe. Wenn wir jetzt hier hineinschauen, eben wie gesagt, ist Klartext lesbar, sehe ich hier, dass ich hier auf einen Push-Event reagiere oder auf Pull-Requests reagiere, dann nachher hier einen Bildprozess starte, mir hier das Image auswähle, auf dem dieser Bild laufen soll, in dem Fall Ubuntu, und sehe dann hier meine unterschiedlichen Schritte, die im Workflow ausgeführt werden. Und dabei, ganz interessant, habe ich hier Standard-Actions, wie zum Beispiel den Checkout oder das Setup hier von meiner .NET-Umgebung im Agent. Verwende hier dann aber auch zum Beispiel für das Deployment meiner Webseite als Azure Web App einen Step oder einen Schritt in meinem Workflow, der von Azure zur Verfügung gestellt wird und referenziere hier einfach ein fremdes oder ein anderes Repository, in dem diese Funktionalität liegt. Und wenn ich hier jetzt auch auf github.com gehe und kopieren wir uns hier das ganz kurz heraus, suchen uns dieses Repository und dann sehen wir in diesem Repository noch einmal eine Beschreibung zu diesem Bildschritt und können hier aber auch den kompletten Source Code einsehen, der dann im Rahmen meines Workflows ausgeführt wird. Ist übrigens auch eine Security-Einstellung in GitHub, wo ich entscheiden kann, ob ich in meinem Repository nur Actions ausführe, die in meinem eigenen Repository liegen oder ob ich hier auch externe Repositories zulasse für meine Workflows. Wenn ich jetzt einen solchen Workflow gestalte, gibt es hier auch einen Editor dazu mit einer Art Marktplatz und dieser Marktplatz enthält Code-Snippets, die jetzt von unterschiedlichen Beitragenden kommen, ja, entweder vom Azure-Team, von GitHub, aus der Community und kann hier dementsprechend meinen Workflow um Funktionalität erweitern und sehe zum Beispiel, wenn ich hier Azure Login für die CLI oder API-Commands machen möchte, wie hier die Funktionalität in meinen Workflow einzubinden wäre. Wie vorher gesagt,
In dem Fall haben wir uns jetzt hier einen Bild-Workflow angeschaut, können hier auch eine Veränderung vornehmen, haben da nach wie vor auch eine Integration in Planung meiner Codeänderungen, die ich durchführe, im Zusammenhang mit Azure DevOps. Habe da in Azure DevOps ein Projekt, das ebenfalls Global Azure Bootcamp 2020 heißt. Sie sehen hier, dass nur die Azure Boards in diesem Projekt verfügbar sind. Ist übrigens etwas, was ich bei Azure DevOps bei jedem Projekt machen kann. Hier diese fünf Elemente ein- und ausblenden, so wie ich sie in meinem Projekt verwende. In dem Fall verwende ich jetzt hier nur die Azure Board Funktionalität und lege mir hier einen Task an und sage Änderung in GitHub, fällt mir jetzt gerade zur Demo nichts Besseres ein. Ja. Habe hier das typische Aussehen, kann das auch jemanden zuweisen, ja, kann sagen, setzt das in einen aktiven Status, ja, und bearbeite hier dieses Element. Bekomme wie bei allen Work-Items hier auch eine ID und die ID ist auch unsere Integration hier zu GitHub. Wir gehen daher, machen da jetzt eine kleine Codeänderung in unserer Applikation. Da gibt es eine Wetterkomponente drinnen, die mir sagt, ist das Wetter heute kalt oder ist es warm? Können hier zusätzliche Kriterien hinzufügen und sagen, es ist extremely hot und definieren das hier als zusätzlichen Parameter, speichern das hier ab, sagen hier Temp Attribute haben wir hier. Haben wir hier hinzugefügt und starten hier einen Pull Request. Im Pull Request können wir jetzt das Work Item oder unser Ticket referenzieren und damit eine Verbindung herstellen zwischen unserer Codeänderung in GitHub und unserem Planungssystem hier oder unserem kleinen Board hier in Azure DevOps. Die ID hier war 1050, das heißt mit Azure Board 1050 hier im Text stellen wir dann entsprechend eine Referenz hier dar. Jetzt laufen hier einige Checks ab, das heißt, bildet meine Codeänderung überhaupt und es gibt ja auch Security-Checks, auf die wir dann im zweiten Teil eingehen werde. Sehe hier natürlich, welche Files haben sich geändert, Commits und kann hier auch eine Diskussion rund um diesen Pull-Request starten. Wenn wir uns jetzt hier den Ablauf anschauen, dieser Actions, dann ist es etwas, was wir ganz gewohnt aus Azure DevOps heraus kennen. Das heißt, ich bekomme hier meine Logs, ich bekomme hier einen Live-Output vom Agent in meine Konsole und laufe hier jetzt die verschiedenen Bildschritte und Deployment-Schritte durch und kann mir dann nachher, wenn die Webseite hier deployed ist, diese auch anschauen. Das war das eine, was ich Ihnen hier zeigen wollte. Das andere ist, Sie haben eine zweite Action hier in meinem Workflows-Folder gesehen und dieser ist nicht ein CI/CD-Workflow, sondern wir reagieren hier auf einen Event, der aus GitHub kommt und zwar, dass ein Issue entweder erstellt worden ist, geöffnet worden ist, editiert worden ist, ja, und reagiere hier auf die verschiedenen Zustandsänderungen eines Issues in GitHub. Das kann jetzt auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel, dass ein neuer User dazugekommen ist und ich kann dem automatisiert eine Welcome-Message schicken. Ja. Ich kann damit auch Workflows starten für das Setup von Testumgebungen, ja, kann Policies applyen, also kann hier mehrere Dinge machen. Was diese Action hier macht, ist, die synchronisiert mir ein Issue, was in GitHub angelegt wird, mit Azure DevOps und stellt mir das dann dort als Work-Item dar. Und das ist etwas, was wir hier auch ganz kurz ausprobieren möchten. Wir gehen hier auf Issues.
legen hier ein neues Issue an, geben dem hier den Titel Global Azure Bootcamp 2020 neues Issue. Sagen hier Demo Sync nach Azure Boards. Speichern dieses Issue hier ab und sehen, dass jetzt eben diese Action auch für das Issue hier ausgeführt wird. Schauen wir hier hinein. Wir sehen schon, es ist da gescheduled worden zur Ausführung. Wird hier jetzt entsprechend ein Agent gesucht. Und ich habe hier den Output, ist schnell gelaufen, ist in dem Fall in 20 Sekunden hier erledigt gewesen. Und wenn ich hier jetzt in mein Azure Board zurückschaue, dann sehe ich hier bereits unter der ID 1051 das Issue mit dem Text, was wir hier vorher eingegeben haben und auch der Referenz, dass das eben sozusagen korrespondiert mit dem GitHub Issue 19 aus GitHub. Ja. Kann jetzt hier natürlich auch auf weitere Events reagieren. Das heißt, wenn ich hier dieses Issue schließe in GitHub und sage hier erledigt und das hier schließe, ist das ebenfalls wieder eine Zustandsänderung, die wir hier mit unserer Action erfassen. Und wir werden dann sehen, sofern die durchgelaufen ist, dass das dann vom To-Do hier in den Status dann wandert. Und Sie haben jetzt gesehen, wie Magic von der Hand ist es dort hinübergezogen worden. Ja, das war's soweit zu dem, was ich Ihnen hier im Zusammenhang mit Azure DevOps und der GitHub-Integration beziehungsweise Actions zeigen wollte und wird dann hier noch den zweiten Teil im Vortrag durchgehen. Moderne Softwareentwicklung basiert auf Open Source und wir haben das jetzt auch ein bisschen im Beispiel gesehen, dass in sehr, sehr vielen Projekten hier Beiträge, die global durch eine diverse Gemeinschaft erfolgen, in unseren Softwareprojekten auftauchen. Auch im Unternehmensumfeld ist es mittlerweile so, dass dort 80 bis 90% von der Applikationen Open Source Komponenten enthalten. Und da gibt es auch solche Megaprojekte oder solche Mega-Libraries, die in fast jedem Projekt dann je nach Technologie, ob das im JavaScript oder Node oder .NET Core ist, vorkommen, wo es dann besonders kritisch ist, wenn diese Projekte Schwachstellen aufweisen und diese Komponenten dann auch Fehler haben. Deshalb adressiert GitHub jetzt das Thema Sicherheit in einer komplett neuen Ausprägung und sichert hier den kompletten Software-Lebenszyklus einerseits mit der Adressierung von Abhängigkeiten, von Quellcode-Analyse, aber auch Workflows, die generell in unserem Software-Lifecycle existieren. Ich habe ja aus dem Themenbereich GitHub Advanced Security mir drei Funktionen herausgegriffen, wo ich ein bisschen mehr darauf eingehen möchte. GitHub Advanced Security umfasst weit mehr als diese drei Funktionen und wird auch gerade sehr, sehr stark erweitert, wo ich leider auf den ein oder anderen Themenbereich auch noch nicht eingehen kann, weil das Gegenstand von Announcements ist, von Konferenzen, die erst in den nächsten zwei Wochen stattfinden. Habe dazu auch Referenzen am Ende von meinem Vortrag. Es ist Anfang Mai die GitHub Satellite, was die europäische Entwicklerkonferenz von GitHub ist. Und auch die Microsoft Build, die Microsoft Entwicklerkonferenz, ist Mitte Mai beides als virtuelle Events, wo Sie auch kostenlos teilnehmen können. Möchte aber einmal diese drei Funktionalitäten, die wir hier haben, beleuchten. Auf der einen Seite Dependencies und
überhaupt die Möglichkeit festzustellen, welche Dependencies habe ich überhaupt in meinem Projekt. Mit Dependency Insights bekomme ich die Möglichkeit, eben aufzulisten, welche Dependencies gibt es in meinem Projekt, aber auch Schwachstellen zu analysieren und diese dann automatisiert zu beheben. Das zeige ich ganz kurz auch in der Demo. Vulnerability Management oder das Management von Schwachstellen ist generell ein sehr, sehr großes Thema in GitHub geworden, wo wir auf der einen Seite Code Scanning anbieten, auf der anderen Seite auch das Scannen nach Tokens oder Keys, gerade im Zusammenhang mit APIs und in der Entwicklung für Cloud-Systeme gehen wir mit einer Vielzahl an Tokens um, entweder um auf eine Datenbank zuzugreifen, auf ein Storage-System zuzugreifen oder auch auf eine API zuzugreifen. Und wenn so ein Token oder Key auch unabsichtlich geleakt wird, dass es hier eben Möglichkeiten gibt, das zu identifizieren, ja, Repositories auch nach Tokens zu scannen. Und in Kürze wird diese Funktionalität auch erweitert, dass wenn dann solche Tokens oder Keys in öffentlichen Repositories gefunden worden, dass dann diese auch automatisch oder über einen Workflow deaktiviert werden. Das heißt, das System erkennt, das ist ein Key von Azure für ein Managed Database und geht dann über eine Schnittstelle zu Azure und invalidiert diesen Token, dass hier sozusagen kein größerer Schaden entsteht. Die Funktionalität geht aber auch in die Richtung von modernerer Code-Analyse und Code-Analyse mit ganz, ganz neuen Ansätzen. Und ein Ansatz dazu ist, Source-Code sowie Daten in einer Datenbank zu behandeln. Das heißt, das Source-Code-Repository so aufzuarbeiten, dass ich mit Suchen und Queries nach Schwachstellen, aber auch nach dessen logischen Varianten in meinem Code suchen kann. Dazu hat GitHub eine Unternehmensakquisition durchgeführt. Das Unternehmen heißt Semmle, also ist uns das in Österreich, wird uns das ganz gut in Erinnerung bleiben, weil es so wie die Semmel geschrieben wird, nur das LE am Schluss vertauscht ist und bietet eine der fortschrittlichsten semantischen Code-Analysen an. Und auch dieses Modell ist unterstützt durch ein Allgemeingut, nämlich dass die Suchabfragen, und davon gibt es bereits über 1700, die auch ständig erweitert werden, ebenfalls Open Source sind und hier ein ganz großer Beitrag aus der Community erfolgt. Community bedeutet dort einerseits das GitHub Security Team, Kunden mit eigenen Security Researchern wie Google oder Uber und Microsoft, auch eine Community an Security Researchern, die vielleicht freiberuflich tätig ist oder im Open Source Bereich tätig ist und gibt ihnen auch die Möglichkeit, entweder eigene Queries zu entwickeln oder eine Abwandlung einer solchen Query in ihrem Unternehmen oder für ihre Suche und Suchabfragen zu verwenden. Dabei werden alle gängigen Sprachen und Frameworks unterstützt. Und das System hat hier auch bereits eine Vielzahl an Open Source Repositories analysiert und auch aus diesem herausgelernt. Und zu dem Themenkomplex möchte ich Ihnen hier noch einmal einen ganz kurzen Überblick geben in einer Demo. Wenn wir uns hier wieder unser Beispiel-Repository anschauen, dann sehen wir hier in dem Security-Tab einen Ausschnitt der Security-Funktionalitäten. Wie gesagt, diese Liste wird sich in den nächsten Wochen massiv vergrößern und auch die Punkte, die Sie hier auswählen können, massiv erweitern. Schauen wir uns heute aber mal die Dependency-Analyse an. Das System hat hier mein Repository nach meinen Dependencies durchsucht und gibt mir hier verschiedenste Möglichkeiten, mit dieser Analyse umzugehen. Auf der einen Seite kann ich mir hier in einer grafischen Art und Weise anschauen, welche Dependencies habe ich aus meinen verschiedenen Package-Files oder Projektfiles heraus.
welche Libraries konsumiere ich dort, in welcher Version, ja, welche Abhängigkeiten haben denn diese Libraries selbst wieder, ja, und gibt es hier eben bekannte Probleme innerhalb dieser Dependencies, die ich hier in meinem Projekt habe. Sofern es hier Probleme gibt, würden die dann eben hier im Security-Tab aufscheinen und ich würde dann hier sehen, dass hier zum Beispiel diese .NET-Library oder diese Node-Library hier bekannte Schwachstellen hat, bekomme dazu auch mehr Information, nämlich was die Version ist, die von diesen Security-Problemen oder von diesen CVE-Reports betroffen ist, auf welche Version ich upgraden sollte. Und wir sehen hier auch, dass diese Security-Notifikation hier von einem Bot bearbeitet worden ist. Und als diese entdeckt worden ist, also ich habe die gestern am Abend, habe ich diese Library hier zu Demo-Zwecken hinzugefügt, dann hat sie eben die Security-Analyse hier gefunden, aber auch dieser Bot gefunden. Und was der Bot macht ist, der hat mir automatisiert einen Pull-Request erstellt, wie ich denn dieses Problem beheben könnte. Und kann mir jetzt hier eben anschauen, was hier der Vorschlag ist, ja, was hier die Codeänderungen sind, die vorgeschlagen wurden, kriege hier bereits eine Analyse, ja, ob dann mein Code noch mit den Checks gebildet hat und kann hier jetzt diesen Pull-Request akzeptieren und hätte damit den Fix in meine Codebasis gebracht. Ich habe damit also die Möglichkeit, sehr, sehr schnell und automatisiert oder teilautomatisiert Security-Probleme in meiner Codebasis zu beheben und die Möglichkeit eben hier nicht einen manuellen Prozess dahinter setzen zu müssen, sondern hier mit der Automatisierung einfach dieses Problem schnell zu beheben und damit auch keine Angriffsfläche zu liefern und damit zur Verfügung zu stellen. Wenn wir aber in unseren Pull-Requests hineinschauen, die wir auch vorher gemacht haben, wie hier unseres Hinzufügen des Wetterattributs, dann sehen wir, dass wir hier im Pull-Request automatisiert Checks eingebaut haben für die Analyse unserer Änderung. Auf der einen Seite einmal, ob hier der Continuous Integration Prozess noch durchgelaufen ist und auf der anderen Seite verwende ich hier eben diese Query-Technologie mit SAML und CodeQL und habe hier auch meinen Code zur Analyse in diesem System hier geschickt und das als ein Check, ja, oder als einen Schritt in meine Pipeline hier eingebaut. SAML, CodeQL und diese Advanced Code Analyse gibt es jetzt in mehreren Formen. Auf der einen Seite natürlich wieder für Unternehmen in einer Enterprise-Version, dann ist das SAML und auch in einer Open-Source-Version, womit ich Public Repositories scannen kann. Und in dem Zusammenhang heißt das Ganze dann LGTM oder lgtm.com. Übrigens, wer weiß, was LGTM bedeutet und mir das in den Q&A-Bereich postet, dem lasse ich nachher ein kleines Goodie zukommen. Schicken Sie mir bitte T-Shirt-Größe und eine Adresse mit. Da in diesem LGTM-System ich die Möglichkeit habe, hier eben zu analysieren meine Codeänderungen und meine Codequalität. Bekomme hier Alerts auf dem System. Hier wurde zum Beispiel eine nicht verwendete Klasse gefunden oder eine nicht verwendete Library gefunden. Und bekomme hier eben eine Analyse zu meinem System. Es analysiert mir auch die Codequalität, das heißt vergleicht meinen Code gegen Coding Best Practices und andere Open Source Projekte und gibt mir dann hier auch ein Grading aus.
Und bei jedem Pull-Request, den wir jetzt in GitHub starten, werfen wir hier auch eine Analyse in dieser Advanced Code Security oder in dieser Advanced Code Analyse von SAML an. Wir können jetzt hier aber auch schauen, welche Queries werden hier für unser Projekt verwendet. Also das System hat hier mal festgestellt, dass es sich hier größtenteils um eine JavaScript-Codebasis handelt, ja, hat hier auch nach anderen Sprachen in unserem System gesucht, gibt mir hier auch eine Historie aus, ja, welche Codeänderungen und welche Lücken hat es bei mir gegeben. Ja, das ist hier in meinem Beispielprojekt natürlich nicht so übersichtlich. Sagt mir dann eben, welche Pull-Requests hat es gegeben und welche Findings sind daraus entstanden und welche Queries wurden hier für mein Projekt angewendet. Und ich sehe hier eben die Queries, die hier für JavaScript definiert sind, in welchem Schwerheitsgrad die, sage ich jetzt einmal, hier eingeordnet wurden, ja, ob das dann Errors sind oder ob das nur Warnings sind in meinem Bildprozess. Kann ich jetzt aber auch eigenständig Queries gegen meine Codebasis hier fahren oder gegen meine Datenbank hier fahren? Da gibt es auch weitere Beispiele, die man sich hier anschauen kann, zum Beispiel, ob da noch To-Do-Comments in meinem JavaScript-Code sind, dann sehe ich hier die Query, so wie sie gestaltet wurde, kann dann die Query gegen meine Codebasis ausführen und würde dann hier eben die Resultate dieser Query auch dargestellt bekommen. In größeren Projekten ist es natürlich ein bisschen schöner anzuschauen. Hier zum Beispiel ein sehr beliebter Syslog-Server aus dem Open-Source-Bereich, der hier auch LGTM verwendet und man hier auch in der Codebasis sehr gut erkennen kann, wo das System eingeführt worden ist. Also das heißt, ich habe eine Zunahme der Lines of Codes und auch mit der Zunahme der Lines of Codes auch immer mehr Probleme in meine Codebasis eingebracht und habe hier über Sprints nach Findings von LGTM hier immer wieder Fehler ausgebessert, habe hier eine wachsende Zahl an Lines of Code, aber eine sinkende Anzahl hier an Alerts und Vulnerabilities in meiner Codebasis und kann dann auch diesen Status eben durch eine Integration in meinen Pull-Request-Prozess und in meinen Lifecycle-Prozess dann auch niedrig halten. Gut, wir sind in der Zeit hier schon sehr fortgeschritten. Schauen wir zurück zu den letzten Folien in der Präsentation. Und gehen hier noch die letzten Schritte durch. Wir können damit mit Azure DevOps, mit GitHub, mit SAML einen kompletten DevSecOps-Workflow anbieten, von der Planung, Entwicklung, Zusammenarbeit bis hin zum Betrieb und zum Monitoring. Mit Tools eben wie Azure Boards zum Beispiel für meine Planung, Visual Studio Code für die Entwicklung und dann GitHub und SAML bzw. Pipelines und Actions, was wir heute auch kennengelernt haben, dann für die Workflows in meinem Projekt. GitHub und Azure DevOps haben eine Koexistenz und diese Koexistenz kann ganz unterschiedlich je nach Anforderungen ausschauen, kann heute noch die Anforderung geben, Repositories in Azure Repos zu behalten. Vielleicht gibt es Projekte, wo ich sie schon in Richtung GitHub migrieren kann und dort dann von der Kollaboration, von dem großen Ökosystem profitieren kann. Builds und Boards in Azure DevOps sind eine Funktionalität, die weiterentwickelt wird, die eine kritische Größe haben, die auch sicher weiter bestehen werden. Und die Automatisierung mit GitHub Actions bietet mir eben die Möglichkeit, auf der einen Seite vielleicht je nach Bedarf CI/CD-Workflows da drinnen abzubilden, aber eben auch auf Events,
aus GitHub zu reagieren und da eine ganz neue Art von Workflows auch zu automatisieren. Wenn Sie GitHub und Azure DevOps gemeinsam verwenden möchten, sprechen Sie bitte Ihren Microsoft-Kontakt oder GitHub-Kontakt an. Da gibt es Angebote, die ich so nicht hier öffentlich in dem Webcast präsentieren kann. Es hat viele Änderungen gerade letzte Woche gegeben in der Lizenzierung von GitHub. Da sind viele Funktionen, alle Hauptfunktionen jetzt von GitHub inklusive Private Repos kostenlos geworden. Die Organisationen sind kostenlos geworden. Die Teams-Lizenz ist massiv im Preis gesenkt worden. Und ich habe jetzt eben auch schon im Free-Bereich die Möglichkeit, unlimitiert Private Repositories mit unlimitierten Kollaboratoren anzulegen. Wie können Unternehmen GitHub Enterprise beziehen? Entweder über das Enterprise Agreement oder in Zusammenhang mit Visual Studio. Wenn Sie heute Visual Studio haben, kann dort eine GitHub-Lizenz dazugefügt werden. Ja, damit sind wir eh schon am Ende. Noch ganz kurz die Hinweise auf zukünftige Veranstaltungen. So wie die Welt momentan ausschaut, fast alles virtuell. Wir planen gerade oder haben ins Leben gerufen eine Webinar-Serie in einem sehr neuen interviewartigen Stil und Format. Das erste Webinar dazu wird sein, wie erstelle ich skalierbare Web-Applikationen im Schnelldurchlauf, und Anlassfall dazu ist eine Applikation, die im Bereich von Covid-19 verwendet wurde, mit einem Fragebogen, um hier Patienten die Möglichkeit zu geben, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen, ob sie ein Verdachtsfall sind oder nicht, nachdem es an den Gesundheitshotlines teilweise extreme Wartezeiten gegeben hat. Wir führen auch unsere Azure Hands-on Labs weiter, haben dort auch virtuelle Konzepte dazu entwickelt. Wenn Sie sich Azure Kubernetes Service einmal eine Beispielapplikation in der Cloud entwickelt anschauen möchten oder auch die Power Plattform, ist es hier möglich, beziehungsweise konsumieren Sie auch die Lernpfade, ist eine gute Möglichkeit, in der aktuellen Situation hier etwas zu lernen. Wie schon angesprochen, Konferenzen, die GitHub Satellite Konferenz am 6. Mai wird auch als virtuelle Konferenz angeboten. Wird es einige Neuerungen geben, eben im Security-Bereich von GitHub, aber auch rund um GitHub Actions. Darauf folgend nachher die Microsoft Build, die Microsoft-Entwicklungskonferenz mit vielen Neuigkeiten rund um Azure, .NET Core, unserem Development-Stack Visual Studio Code. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit mittlerweile dann unsere Session noch ein bisschen weiterführen können. Dazu verwenden wir Discord als Diskussionsplattform, wo es sowohl für die Session als auch einen allgemeinen Channel fürs Global Azure Bootcamp gibt, um dort noch weiter diskutieren zu können und hier uns auch weiter austauschen zu können. Mit dem bin ich einmal durch den vorbereitenden Inhalt durch. Bedanke mich hier recht herzlich für die virtuelle Aufmerksamkeit. Hoffe, das virtuelle Format hat Ihnen trotzdem gefallen. Es ist für mich keine leichte Aufgabe gewesen, ja, so wie ein Fernsehmoderator nur in einer Kamera zu sprechen, ohne Feedback zu haben. Hoffe, Sie haben das trotzdem genossen, und schauen mal hier in den Q&A-Bereich hinein, ob wir da vielleicht noch online eine oder maximal zwei Fragen beantworten können. Da hat jemand gefragt, was sind die Unterschiede zwischen Azure Boards und GitHub Projects. Azure Boards bieten da eine viel, viel umfangreichere Funktionalität an. GitHub Projects ist vielleicht etwas, was man im Zusammenschluss dieser Teams zwischen Azure DevOps und GitHub auch näher zusammenführen wird in der Zukunft. Aber GitHub Boards hat hier weit mehr Möglichkeiten,
und GitHub Projects verwendet Microsoft oder verwenden Teams in der Microsoft sehr oft, um eine Roadmap extern zu publizieren und diese darzustellen, aber weniger jetzt, um ein Projekt zu planen und vor allem, um dort auch Ressourcen aus dem Nicht-Entwicklungsbereich mit einzubeziehen. Also ein Projektmanager, jemand aus dem Fachbereich, ja, der hier ebenfalls Feedback geben kann zu Themen. Kurzes Kommentar hier. In der Vergangenheit wurde gelesen, dass man mit der MSDN-Subscription eine kostenlose GitHub Enterprise-Lizenz bekommt. Nein, das stimmt nicht. Ja, das ist ein Add-on, was ich zu Visual Studio dazu kaufen muss. Ja, ist eine Diskussion, ob das in der Zukunft vielleicht einmal eine Leistung der MSDN werden wird, ist aber nichts, was kurzfristig jetzt auf der Roadmap steht oder umgesetzt wird. Momentan muss man GitHub Enterprise zusätzlich zu Visual Studio erwerben. Und vielleicht eine letzte interessante Frage hier noch, soll man für ein neues Projekt Azure DevOps oder GitHub verwenden? Kann ich das auch kombinieren? Boards in Azure, DevOps und Code in GitHub? Ja, ich hoffe, das ist genau das, was ich Ihnen gezeigt habe. Ja, also eine Kombination aus beiden. Ja, diese Systeme werden auch viel, viel enger noch zusammenwachsen. Ja, Azure Boards, Pipelines aus Azure DevOps zu verwenden und GitHub als Code-Repository zu verwenden, ist ein gutes Modell, um so neue Projekte aufzusetzen. Sofern eben, wie gesagt, die Voraussetzungen das zulassen. Ja, ich habe bei github.com heute noch nicht die Möglichkeit, den Speicherort meiner Daten festzulegen. Bei Azure DevOps kann ich meine Azure-Region auswählen, in denen mein Azure DevOps-Account liegt. Also je nachdem, wie das Projekt gestaltet ist, ja, ob es da viele öffentliche Beiträge, Kollaboratoren gibt, externe Partner gibt, ja, oder ob ich hier spezielle Compliance-Anforderungen, wie vielleicht im Medizintechnik-Bereich habe, ja, wo ich das in einem ganz kontrollierten Environment fahren möchte. Aber die Kombination aus beiden ist hier definitiv die Zukunft. Ja, mit dem möchte ich hier auch pünktlich schließen, Ihnen die Möglichkeit geben, andere Sessions zu konsumieren. Ich werde die unbeantworteten Fragen noch mitnehmen in den Discord-Channel und diese dort beantworten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Aufmerksamkeit und ja, gebe an mein Technikteam im Hintergrund zurück, um die Session zu beenden. Herzlichen Dank.